Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Das ist natürlich wieder die Frage des Tages. Achso, wir haben ja überall jetzt auch Teppiche gelegt. Haben wir eigentlich ein Direktbaugebiet? Ich meine, hier steht noch auf Direktbau. Das müsste aber das Einzige sein. Beim letzten Mal haben wir das Problem, dass Walküre dann fast verhungert wäre. Na, im Moment steht sie wieder auf Bauen, aber so wie es aussieht, müssen wir sie wieder auf Kochen stellen, weil wir haben ja auch noch diese Wurmkrankheit. Das ist unnormal viel wird gegessen. Dazu hat die Norm auch einen Kommentar geschrieben. Also das mit dem Lauf, das ist natürlich immer geil. Also. Ja, die essen nicht im Gefangenenzimmer auf, wenn die Gefangenen nicht da sind. Es wäre cool, wenn die auch nicht das Essen hier aus dem Gefangenenzimmer holen. Selbst wenn sie da wären. Das Problem ist, wenn wir hier die Tür wegmachen, dann würden sie es hier nicht rausholen. Aber dann wird die Kühlfunktion nicht funktionieren. Man könnte jetzt natürlich jetzt erstmal hier die Priorität runter machen. Aber wie könnte man das hinkriegen, dass das hier noch als Krankenzimmer, also als Krankending gesehen wird? Wenn wir den Raum größer machen, hier so ein Schaukrankenbett hinmachen, dann gilt der Raum ja auch als Krankenraum. Aber ist er dann verbunden mit denen? So dass die hier theoretisch sich Essen sogar automatisch da rausholen können. Also ich meine, wenn ich jetzt den Raum hier verlängere, ne, um eins und hier so ein Krankenbett hinstelle, nicht so eins, sondern hier einfach nur so eins, würde das funktionieren? Müssten wir mal probieren, wenn wir mal wieder einen haben. Alter, wir haben ja fast alles geforscht. Ja, Behandlung benötigt. Ach, das sind jetzt bestimmt diese Würmer. Du beschwerst dich, dass du beim Schlaf gestört wirst, nur weil du geheilt werden willst? Okay. So. Abscheuliche Schlafzimmer. Wir könnten theoretisch auch einfach so gucken. Dieser Holzboden ist einfach nur Scheiß. Da, guck, hier ist noch Dreck. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass man dann eventuell noch mehr Zeug rein knallen muss. Der Dino will eigentlich nur ein bionisches Körperteil. Also Poison Ivy hat viele Probleme, aber keins, die wir jetzt irgendwie machen können. Ja, hier Batman geht's gut. Heiß? Mir steht's doch. Ach nee, es ist Prinzessin Leia. Die steht auf. Ja, was soll ich sagen? Hauptsache, wir haben hier Dezember, ja, und wir haben 30 Grad. Nee, die steht ja auf Soldat. Superman ist Superman. Der existiert einfach. Ach du Scheiße. Was ist mit Spider-Man los? In Dunkelheit, gestörter Schlaf, krank, wurde beleidigt. Abscheuliche Umgebung. Wo bist denn du? Oh nein, ein Truthahn. Ein wilder Truthahn greift an. Komm schon, Superman, du schaffst es. Shit, Superman ist tot.
Okay, er ist nicht tot, weil er immer direkt in Ohnmacht fällt. Ja, komm, rette ihn mal. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Spider-Man? Abscheuliche Umgebung. Wieso hat er eigentlich noch gar keinen Teppich? Was kriegt er denn für einen? So. Kriegt er auch einen Teppich. Den haben wir noch. Firefly. Huch. Hulk ist müde. Dann geht er pennen. Wo waren denn jetzt hier diese Fight-Geräusche? Hat der Truthahn zugeschlagen? Hä, hey, übersehe ich hier was? Ach, Batman wurde vom Truthahn platt gemacht? Ey, was ist das für ein Truthahn? Und er hat keine Verletzungen. Okay, es reicht jetzt. Ah, Vernichtungskommando. Keine Ahnung, wer jetzt hier noch. So, wo ist der Truthahn? Das kann ja nicht sein, dass unsere ganzen Kolonisten jetzt hier. Hier, Captain Hook, hier, chill mal. Von einem Truthahn platt gemacht werden. Das ist ja ein Unding. Da werden tatsächlich unsere ganzen Kolonisten platt gemacht, ey. Ich krieg's. Da denkst du so, nichts Böses, ja komm, ist ein Truthahn, ne? Was soll der schon machen? Und dann macht er alle platt. Ja, bestimmte Krankheiten erfordern halt nur eine bestimmte Anzahl an Behandlungen, keine permanente Immunität. Wird Zeit, weil die fressen mit zu viel. Wobei, wir haben ja eigentlich genug Zeug noch, ne? Und solange wir auch wieder keine Fäulnis am Werk ist, geht das ja eigentlich. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich glaube bei Hulk. Captain Hook. Abscheuliche Umgebung. Gut, da werden wir ja schon was machen. Wonder Woman. Supergirl. Vergnügungsmangel. Ja, du bist ja auch ein Pen. Ja gut, dass hier scheiße ist, das weiß ich. Ihr müsst ja nicht den ganzen Tag pennen, wenn ihr Vergnügungsmangel habt. Hauptsache, hier sind nur noch minus 13 Grad. Ey, wieso ist denn so übertrieben warm hier? Aber wir haben überall Klimaanlagen reingebaut, ne? Oder haben wir irgendwo eine Klimaanlage übersehen? Tatsache, hier. Das ist ja ein Ding. Ja, verbinden wir lieber hier mit. Dann machen wir lieber hier unten hin. So. Tatsächlich übersehen. Gut, ich meine, hier drin hält man sich nicht lange auf. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Strom aus?
Also Stahl wurde schon viel gelegt. Ach, Valkyrie baut jetzt. Joker ist jetzt auf Putzen gelegt. Also Joker ist immer noch am Putzen. Hauptsache, hier liegt schon der Teppich und Spider-Man haben wir komplett vergessen gehabt. Aber ich würde sagen, wir können nochmal Valkyrie ganz schnell auf Dings stellen. Wobei der Tag ist sowieso wieder rum, die macht jetzt eh nichts mehr. Oh, Dino putzt auch. Ach, sie schläft sogar schon. Okay, jetzt noch eine Hitzewelle ist krass. Also ich meine, wir haben 35 Grad und jetzt kommt noch eine Hitzewelle. Also jetzt sollten die sich echt nicht mehr draußen aufhalten. Also es kann sein, dass wir jetzt dann Valkyrie und Captain Hook dann gleich auch auf Sommer stellen müssen. Ich meine Prinzessin Leia und Supergirl. Hauptsache Supergirl steht so krass auf Waffen, ja, und hat dann so einen scheiß Bogen. Okay, der ist fast Schrott. Zur Zeit, dass wir hier ein Überlegenes. Nee, übel, übel. Ah. Zur Zeit, dass wir mal einen hier haben. Die haben doch Bauteile. Hier fehlt noch ein Boden, sehe ich gerade. Sonst wieder irgendwo einen Boden vergessen. Hier. War so klar. War so klar. Noch irgendwo einen Boden vergessen. Speicher mal schneller so. Ja, Chewie, was? Mit wem hat er sich denn jetzt geprügelt? Alter, für den auch ist das jetzt eine gute Medizin, das ist ja krass. Wo ist denn jetzt die Knarre? Hat einer die Knarre weggetragen, ey? Alter, der hat ihn nur einmal geboxt, ja, und dann war der. Dann war Chewie platt. Schlug Chewie in die linke Schulter mit einer Grimasse. Das ist ja auch schön. Der lässt sich nur gern bedienen, kann das sein? Und dann auch noch von Valkyrie wieder. Ist ja klar. Aber das ist etwas, das ist kurios. Ne? Also, das wäre im normalen Leben wahrscheinlich nicht so. Weißt du, wenn sich hier so zwei nicht mögen und sich dann beleidigen und dann prügeln die sich. Dann würde die eine Person, die den niedergeschlagen hat, niemals den noch versorgen. Oder dann, so, ne? Was haben die als Vorteil? Alter, 46 Grad. Ey, hier will doch keiner draußen arbeiten. Hä, warum ist denn hier so viel Schaden? Ist das noch von den Tieren oder was? Scheiße, wir müssen hier Strom reinlegen jetzt. Sollte reichen, oder? Weil das sieht eigentlich ganz cool aus. Nur leider nicht fertig. Valkyrie, wie sieht's aus? Du baust hier noch weiter? Ja gut, dafür ist es bald geschafft.
Was ist denn, wieso haben wir hier einen komplett vergessen? Verdammt! Ich hab gehofft, es wäre fast geschafft. Immer diese Trockenpumpen, was wir wohl ohne Trockenpumpen machen würden. Wir könnten auch mal diesen Orbital-Dings bauen. Einfach nur so, weil wir es können. Die Frage ist, wohin knallen wir das? Ich wüsste gar nicht, wofür wir das überhaupt brauchten. Okay. Also eigentlich ganz cool. Viel cooler als die Karawanen. Das Problem ist, wir kommen zurück. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie genau man das bauen müsste, um maximalen... Also die maximal nebeneinander zu setzen. Oh. Leute. Es brennt. Hauptsache Spider-Man, bei dir ist ein Blitz eingeschlagen und du beschwerst dich nur, dass du beim Schlaf gestört wurdest. Alles klar, es ist ja hier. Die Probleme hätte ich auch gern. Funktioniert denn jetzt noch? Ne. Die Kühlung kannst du vergessen. Wobei sie läuft noch. Sie kann einfach nur nicht kühlen. Ja doch, sie läuft noch. Aber ich meine, wenn draußen 42 Grad sind, guck mal, unser Gefrierraum hat auch Probleme. Der hier nicht, weil der wahrscheinlich optimale Größe hat für zwei. Sogar, ja, der kriegt hier auch manchmal Probleme. Dabei hat der nicht mal eine doppelte Umrandung. So, wie sieht's mit dem Essen aus? Essen geht noch. Aber ich meine unsere Forscher, ne? Also Peter Pan. Wie lange werden die nämlich nicht mehr forschen? Das heißt, Peter Pan wird irgendwann unser Koch. Prinzessin Lea bleibt natürlich Jäger. Hier, das können wir mal wegmachen hier. Brauchen wir nicht. Wonder Woman. Wird dann wohl irgendwann unser Schmied. Weil ich meine, wir haben jetzt hier noch die großen Sachen. Und die Drogen. Weil ich glaube, für meine Leute ist das mit den Drogen zu gefährlich. Ein Großhandel brauchen wir. Uns geht langsam. Wir brauchen Neutramin. Verdirbt in 2 Jahren ungekühlt. Ja, okay. Das kann ruhig draußen lagern. Hier sieht das etwas anders aus. Na, 2 Quadrums. Solange wir kein Fleisch draußen haben. Okay, wir haben nur noch 5 Grad da drin. Also die Hitzewelle könnte ruhig enden. Ja, erstmal ein kaltes Bier, ne, Chewy? So, der Supergirl macht sauber. Ja, ich meine, das ist schnell erforscht. Sollen wir trotzdem einfach mal forschen? Wir müssen es ja nicht dann ausrüsten. Ich meine, wir haben ja hier alles, was wir wollen.
weiß nicht, ob wir hier vorne noch irgendwas machen sollen. Noch einen Holzboden oder so. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier einfach nur einen Holzboden vorklatschen. Ja. Oh, jetzt liegt hier wenigstens schon der Teppich. Hier immer noch nicht. Was macht... Ah, Hitzewelle vorbei. Na, endlich. Was macht... Alter, wie viel Bier wir hier haben. Okay, Strukturen. So, ich glaube, den hier können wir jetzt wegruppen. Den hier können wir noch lassen. Der soll hier bis hier runterbauen. Dann können wir den hier auch wegmachen. Zack. Dann soll der das hier machen. Ist ja noch im Gebiet. Den können wir wegmachen. Es ging ja hier nur um die eine Stelle. Die hat er ja erreicht. Ja, war klar, dass das schnell geht. Also ich glaube nicht, dass sie es dann selber... Oh, den haben wir schon aufgebraucht. Das heißt, den könnten wir auch schon hier wieder wegruppen. Das ist so schade, dass man die nicht versetzen kann. Der muss auch noch auseinandergebaut werden. Was ist denn eine vanometrische Energiezelle? Na toll, das heißt, wir müssen sogar mit einer Armee dahin. Aber Stahl, also das mit den Stahlbohrern, das funktioniert echt gut, ne? Also ich meine, wie viel Stahl wir da schon rausgeruppt haben. Da kann man sich echt nicht beschweren. Wäre nur cooler, wenn das jetzt unlimited wäre. Also wenn man wirklich immer weiter Stahl rausruppen kann. Wieso wird das hier nicht verbrannt? Ja, siehst du, es geht schnell. Hier willst du... Keine Materialien? Hier liegt... Guck mal, was hier liegt. Hier liegt eine Stammeskleidung. Stammeskleidung werden immer verbrannt. Okay, jetzt hat es keinen Strom. Verdammt, wenn jetzt... gut, die Hitzewelle ist zwar vorbei, aber... Aber finde ich cool, dass die Kühlanlagen immer noch am längsten mit Strom versorgt werden. Was hatten jetzt zwei Kühe eigentlich den ganzen Tag gebaut, so? Also hier sind auf jeden Fall die Leitungen schon weit ausgebaut, aber das waren die eben auch schon. Sieht nicht so aus, als ob die daran weitergearbeitet hat. Die Türen wurden eingebaut. Der hier wurde fertig gebaut. Komischerweise. Na toll. Aber, hä? Das hat doch zzt gemacht. Was ist denn das für ein Regen, Alter? Jetzt löscht das Ding noch mal. Aber wenn es hier doch zzt gemacht hat, dann müsste doch hier eigentlich kaputt sein. Oder ist da gleichzeitig der Blitz eingeschlagen, während es woanders zzt gemacht hat? Jetzt komme ich, habe keine zwei Präzisionsgewehre. Wäre cool, wenn ich sie hätte.
Ja, die sind wieder am Forschen. Was macht denn jetzt Valkyrie den ganzen Tag? Pennen. So sieht's also aus, ja? Hör auf zu schlafen jetzt. So, den halben Tag sind sie jetzt am Pennen, dann essen. Jetzt repariert sie ein Stromkabel. Oh, das ist gut. Das ist schlecht. Fällt doch mal einer bitte den Baum hier. So, was macht sie jetzt? Jetzt baut sie den grauen Teppich. Nice. Oh, Joker hat wieder einen Zusammenbruch. Der hatte lang keinen mehr, ne? Ist für Joker echt lang her jetzt. Er trinkt ein Bier, hat's aber nicht gemacht und geht spazieren. Oder hat er sich das von hier gegönnt? Ach du Scheiße. Hier liegt ja mehr Bier als irgendwo sonst. Wir müssen das irgendwie eingrenzen. Wir haben viel zu viel Bier. Ja, vielleicht können wir das einfach nicht so machen. Aber hier können wir auch nichts einstellen. Oder warte, hier pausiert, wenn zutrifft. Wert bei... Wie, wenn Wert bei was? Ich wollte jetzt eigentlich pausieren, wenn zutrifft. Und dann kannst du hier angeben, wenn Bier Dings, ne? Also ich meine, wir brauchen nochmal einen Großhändler, damit wir unser ganzes Bier verticken können. Ich meine, solange wir ja noch Platz da drin haben, stört's mich jetzt nicht. So, wenn wir das haben, dann können wir eigentlich nur noch hier Raumschiff. Vielleicht sollten wir doch mal wieder eine Direktbauzone machen, damit Valkyrie auch mal weitermacht. Wobei die Teppiche, die sind eigentlich ganz nice. Wo kommen denn jetzt diese ganzen Zusammenbrüche her? Ach, doch nicht hier drinnen, Hulk. Guck mal, die schöne Blume. Ja, da kannst du ruhig anzünden, das stört keinen. Es regnet. Warum, was ist eigentlich los mit dir, Hulk? Hulk hat eine abscheuliche Umgebung. Aber du hast doch jetzt extra einen Teppich bekommen. Ist doch fast eindrucksvoll. Ist jetzt kein großer Reichtum. Aber ist ja klar, bei keinem geglätteten Boden. Ich habe Angst, hier den Boden wegzumachen, hier die Wand wegzumachen, weil nachher ist ja auch Sumpf. Der Sumpf breitet sich ja anscheinend aus. Hier ist noch, hier ist auch noch. Ich würde mal gerne wissen, ob das alles wirklich nur Stahl ist. Aber anscheinend fehlen mir die Bauteile. Valkyrie geht wieder pennen. Hier muss auch noch gebaut werden. Also ich meine, eigentlich ist das ja gar nicht so viel, was gebaut werden muss. Aber die Nahrung geht uns lang. Oh, die Nahrung ist uns schon ausgegangen. Das heißt, wir stellen sie mal wieder auf Kochen. So, sie sind jetzt alle auf Transport. Personen retten kriegen die natürlich auch irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie viele sollen wir denn. Wie viele Wildschweine brauchen wir denn jetzt auf Transport? Wir hatten ja mal eine Regel, weil die ja sonst immer alles wegfuttern. Und wie viele Alpakas wollen wir überhaupt behalten? Also ich meine, wir haben jetzt so viele Alpakas, ich glaube, wenn die alle ausgewachsen sind,
Man sieht es ja hier schon. Wir kommen ja mit der. Wir können gar keine Kleidung mehr bauen, weil wir schon alles eigentlich haben. Was macht ein Batman dann den ganzen Tag? Also steht hier kein untätiger Kolonist? Supergirl, wenn du so lang schläfst, bis du verhungerst, da kann ich auch nichts. So, Valkyrie, koch jetzt mal erstmal ganz schnell für die Leute. Was war das denn jetzt? Okay, du hast jetzt eine Nahrung gekocht und willst jetzt erstmal ein Grab besuchen. Von Harley Quinn. Wer hat die überhaupt nochmal gekillt? Ach ja, ich was. Ich glaube, das hier würde auch nichts, ne? Weil irgendwann gibt es ja nichts mehr zu forschen. Wie sieht's zum Kochen aus? Valkyrie, es wird Zeit zu kochen. So, gut. Jetzt geht's ab hier. Nur, dass du irgendwie das falsch lagerst. Aber ist okay. Das kann ich mit leben. Was macht sie denn jetzt schon wieder? Was hat denn Captain Hook? Immer noch die Wurm? Okay, Wurm ist weg. Perfekt. Du hättest auch einfach dir direkt eine Nahrung einstecken können. Aber guck mal, was wir für einen Nahrungsverbrauch haben. Das ist echt krass. Aber Gott sei Dank ist das Kochen mittlerweile so effektiv. Und dass die Leute auch die ganze Zeit wirklich nachtragen. Das funktioniert echt super. Okay, Grundlagen von Raumschiff sind wir jetzt. Yay! Oh, Peter Pan! Also jetzt geht's ab hier, ne? Also. Boah, jetzt kommen sogar üppige Mahlzeiten dazu. Was ist denn das für ein Luxus jetzt hier? Gut, das war's dann auch schon mit den üppigen Mahlzeiten. Neue Liebhaber, das ist ja interessant. Spider-Man und Supergirl. Okay. Und wo pennen die jetzt zusammen? Wahrscheinlich bei Spider-Man, ne? Ja. Supergirl hat ja die ganze Zeit hier noch gepennt. Oder? Was? Wofür war eigentlich Supergirl? Ach, das war unser Soldat. Unser Fighter. Ja, das war hier sozusagen. Das ist ja das Altersheim, unsere Soldatenunterkunft. Dann Jokers Degradierungsraum und Valkyries Superzimmer. Okay, jetzt ist das natürlich doof, weil jetzt kriegen wir dann Fleisch. Weil hier Truthahn rumliegt. Okay, Problem gelöst. Verdirbt in einem Tag. Aber man sieht schon, wie jetzt können uns langsam hier auch das Zeug ausgehen. Was? Da wird erstmal Trockenfutter produziert. Das ist ja ein Unding, wenn noch genug. Ein Kolonist untätig, Captain Hook. So, Captain Hook, wie sieht's denn bei dir aus? Was machst du den ganzen Tag? Tierpflege, Jagen, Waldarbeit,
Transport und Reinigen und du bist untätig? Wenn das so ist, dann... Oh, mal wieder was Fleisch, ne? Ach du Scheiße, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werde ich wahrscheinlich wieder mal gucken, ein Direktbaugebiet machen, damit wir wenigstens das hier mal fertig bekommen. Aber eigentlich will ich erstmal voll kochen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!